Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge Irgendwas mit Medien. Wenn du dich immer schon mal gefragt hast, warum Leute irgendwas mit Medien antworten, wenn sie irgendwas mit Medien machen, bist du hier genau richtig. Mein Name ist Richard Jung, ich bin Professor für Kommunikationsdesign in Design Krefeld, so nennt sich der Fachbereich Design der Hochschule Niederrhein. Heute geht es um die Produktion von Medieninhalten. Es geht darum, wie das Produkt Kommunikationsdesign entsteht und wer, wann, was, warum, wie und wo im Produktionsprozess leistet. Grundsätzlich geht es im Kommunikationsdesign immer um eins, um Verständigung. Genauer um das gegenseitige Verstehen durch Wahrnehmung. Das Fachwort dafür ist Perzeption. Und der geistigen Verarbeitung des Wahrgenommenen. Ein Wissenschaftler nennt das Kognition. Grundvoraussetzung dafür, also für Perzeption und Kognition, sind gemeinsame Sprache, Zeichen, Bilder, Regeln, Wissen und so weiter. Deshalb sind Sprache, Zeichen, Bilder, Wissen und so weiter Gestaltungsmaterial von Kommunikationsdesignerinnen. Vor allem aber, und das ist ganz wichtig, müssen die Empfängerinnen der Kommunikation die Verständigung auch wollen. Denn Ignoranz verhindert eine erfolgreiche Kommunikation. Das bedeutet, konkret, wenn du jetzt hier nicht zuschauen würdest, wäre meine Arbeit für dieses Video völlig umsonst gewesen. Und das ist das größte Problem, das Kommunikationsdesignerinnen lösen müssen. Sie müssen Nichtbeachtung vermeiden oder andersherum, sie müssen zunächst einmal für Beachtung bzw. für Aufmerksamkeit sorgen. Und das ist heute in unserem mega multimedialen Lebensumfeld keine leichte Aufgabe, weil das Angebot an Medieninhalten heute um ein Vielfaches höher ist als die Zeit, die einem Menschen zur Verfügung steht, um diese Inhalte zu konsumieren. Deshalb, aber auch um nicht überfordert und wahnsinnig zu werden, werden von Menschen nicht alle Reize aus der Umwelt, die von Sinnesorganen empfangen werden, auch bewusst wahrgenommen. Ein großer Teil wird massiv gefiltert und aussortiert, bevor er ins Bewusstsein gelangt. Das nennt sich selektive Wahrnehmung. Demnach ist die Aufgabe von Kommunikationsdesignerinnen, Kommunikation so zu gestalten, dass sie nicht ausgefiltert, sondern eben bewusst wahrgenommen wird. Am einfachsten gelingt das, wenn man Regeln oder Tabus bricht. Zum Beispiel kannst du dich mitten auf einem Marktplatz stellen und deine Hose runterziehen und ganz laut deinen Namen brüllen. Die Leute drumherum würden dich beachten und auch deinen Namen kennen. Aber sie würden dich vor allem, und das völlig zu Recht, nicht für voll nehmen. Von der Erregung öffentlichen Ärgernisses mal ganz abgesehen. Deshalb funktionieren Tabubrüche und Schockeffekte im Kommunikationsdesign, wenn überhaupt, nur sehr, sehr, sehr selten und sind mit Vorsicht zu genießen. Die Kunst guter Kommunikationsdesignerinnen besteht deshalb darin, Kommunikation so zu gestalten, dass sie neben Aufmerksamkeit auch Akzeptanz erzeugt. Oder kurz, gutes Kommunikationsdesign muss überraschen und überzeugen. Das gelingt dir am allerbesten, indem du positiv überraschst, also durch eine gute bzw. durch eine schlau durchdachte, originelle Idee, die für Beachtung und für Verständnis sorgt. Das ist übrigens der Grund dafür, warum Kommunikationsdesignerinnen kreativ sein sollten und oft auch eben so genannt werden. Halten wir für heute fest. Die Aufgabe oder pathetischer formuliert die Existenzberechtigung, der Sinn von Kommunikationsdesign oder auf Englisch der Purpose von Kommunikationsdesignerinnen ist es, eine Absicht Wirklichkeit werden zu lassen, indem nicht nur Aufmerksamkeit für diese Absicht geschaffen wird, sondern vor allem auch Akzeptanz bzw. ein Einverständnis kreiert wird. Und das gelingt am besten, wenn die Kommunikation glaubwürdig ist, also zum Auftraggeber der Kommunikation passt und eben nicht aufgesetzt wirkt. Und wenn die jeweilige Situation bzw. die Lebensumstände, in der die Kommunikation stattfindet, berücksichtigt werden. Vor allem aber, wenn die Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse des Empfängers der Kommunikation mitgedacht werden. Grundvoraussetzung dafür ist, dass du dir für jedes deiner Kommunikationsdesignprojekte jeweils ein tiefes Verständnis derjenigen Menschen erarbeitest, die du mit deinem Kommunikationsdesign ansprechen möchtest. Um es auf eine kurze Formel zu bringen: Aufmerksamkeit
plus Akzeptanz durch Verständnis erzeugt Wahrnehmung. Bis hierhin wurde übrigens noch nichts formal gestaltet, sondern erst einmal nur kreativ, das heißt schöpferisch gedacht. Diese geistig-schöpferische Arbeitsleistung ist die erste Phase des Produktionsprozesses Kommunikationsdesign. In dieser ersten Phase entsteht zunächst die Grundidee, eine Hypothese, die dem Kommunikationsdesign zugrunde liegt. Dabei handelt es sich um den theoretischen, inhaltlichen bzw. geistigen Entwurf, um eine Art Plan bzw. die Vorstellung von dem, was in den nächsten Produktionsschritten, warum und wie gestaltet werden soll, um das Ziel der Kommunikation zu erreichen und die Absicht des Auftraggebers zu verwirklichen. Diesen geistigen Entwurf oder diese Vorstellung bzw. diesen Plan bzw. diese Grund- oder Leitidee nennt man auch kurz Konzeption. Die Konzeption ist demnach die Basis bzw. das Fundament für die formale Ausgestaltung der Kommunikation. Und jeder weiß, wie wichtig Fundamente sind. Sind sie schlecht, bricht alles, was man darauf aufgebaut hat und sieht es noch so gut aus, in sich zusammen. Wer die Konzeption erarbeitet hat, hat das Sagen. Er oder sie koordiniert das Koordinatensystem Kommunikationsdesign und steuert die gesamte Produktion bzw. leitet alle Kommunikationsdesign-Gewerke, die am Prozess beteiligt werden sollen. Wie dieser Produktionsprozess genau abläuft, erkläre ich dir in der nächsten Folge von Irgendwas mit Medien. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Thank you.